So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich bin immer noch beim Iswo und deswegen wollen wir heute mal was Aktuelles wieder von hier machen. Ich habe eigentlich auch ein paar Videos vorbereitet, aber solange was Neues passiert bei Pokémon, kann man ja immer darauf eingehen. Ganz aktuell, gestern kam noch eine Benachrichtigung rein. Während der langen Nacht der Museen 2019 veranstaltet Niantic ein exklusives Event in Hamburg. Am 18. Mai von 18 bis 2 Uhr erhält die gesamte Stadt Hamburg folgende Boni. Alle Hamburger Museen erhalten einen eigenen Pokestop. Ein seltenes Pokémon wird häufiger erscheinen. Welches das ist, wurde noch nicht bekannt gegeben. Niantic ist mit einem Aktionsstand an den Hamburger Deichtorhallen vertreten. Das ist natürlich richtig interessant, denn ihr wisst, das Pikachu-Event läuft ja bis zum 17. Mai und direkt im Anschluss am nächsten Tag, am 18. schon wieder was ganz Besonderes. Und da werden da sicherlich noch Infos rausgehen, die Tage, was da also für ein mysteriöses Pokémon häufiger erscheint, was da los ist. Da sind wir mal gespannt. Und wir werden jetzt, weil ja eben Pikachu noch läuft und ich habe noch kein einziges Pikachu mir geholt. Ich habe seitdem keine Fotos und nichts gemacht. Aber wir wollen uns erstmal individualisieren. Deswegen gehen wir hier rein und wechseln mal unser Oberteil. Passend zu dem Film, um ein bisschen Werbung zu machen und mit der Masse zu schwimmen, hauen wir uns jetzt hier also das Oberteil drauf und Mütze. Gibt es, glaube ich, genau noch diesen Hut, wo einer geschrieben hat in der einen Gruppe, das sieht aus wie zwei Bananen einfach nur. Ja, hat er halt zwei Bananen an der Mütze, so kann man es auch machen. Jetzt haben wir uns also passend gekleidet zum Pikachu, Meisterdetektiv Pikachu Look. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir auch ein Pikachu bekommen. Wir gehen einfach mal die zuletzt Gefangenen durch, machen immer genau ein Bild und vielleicht ist das ja schon, reicht eins aus und dann haben wir das schon. Wir gucken mal hier, das sehe ich nämlich euch, da vor mir. Boom, und habt ihr es schon gesehen? Da können wir also theoretisch gleich zurück, denn da ist es schon drin mit der Mütze und freut sich und im Hintergrund ich und noch ein Azurill dazwischen. Jetzt müsste das natürlich hier erscheinen. Ja, da ist es auch schon. Und so ungefähr geht das ja auch mit Farbigel, hatte ich ja auch mal ein Video drüber gemacht, um zu zeigen, wie man Farbigel bekommt. Wenn das erscheint, dann auch beim ersten Foto eigentlich, deswegen bringt das jetzt nichts, wenn ihr bei einem Pokémon einfach 100 Bilder macht und sagt, ich habe jetzt schon 100 Bilder gemacht, da kommt einfach nichts. Es reicht eigentlich immer das erste Foto und wenn da kein Farbigel war, dann konntet ihr ein anderes Pokémon wählen. Wieder das erste Foto ist entscheidend und danach immer so weiter die Liste durch. Und manche haben 10 verschiedene Pokémon gebraucht, manche 20, manche auch nur 2. Aber bei diesen Pikachus war es eigentlich so, dass die immer gleich beim ersten schon da sind. Wir gucken mal hier, ist insgesamt ganz gut. Ja, kann man machen. Jetzt gucken wir, was passiert, wenn wir von diesem jetzt noch ein Bild machen wollen. Das machen wir wieder hier. Wie ihr seht, da meine Kamera vor mir. Bild gemacht, nichts passiert, nichts ist da. Ich denke mal, vielleicht wird das auch so sein, dass ihr täglich eins machen könnt, täglich eins bekommt. Und ja, was können wir noch machen? Den Feldforschungsdurchbruch können wir auch noch abholen. Habt ihr schon einen Pikachu gefangen? Natürlich, sicherlich, vielleicht habt ihr ja ein gutes. Es waren ja die Gerüchte da, ob das nun Shiny sein kann oder nicht. Angeblich gibt es also noch kein Shiny davon, auch kein Shiny Pichu zu brühen und eben keinen Pikachu so zu fangen. Wir gucken jetzt mal hier noch rein. Da haben wir noch die Carbador-Quest gelöst, die zum Forschungsdurchbruch führt und sind gespannt, was da noch drin ist. Das kann ja also Lugia, Ho-Oh, Latias und Latios sein und die können natürlich auch Shiny sein. Vielleicht haben wir da noch ein Shiny, können das noch mitnehmen. Erstmal checken wir das Carbador hier ab. Wirklich stark, zweiter Satz, 117 ist ja, glaube ich, das 100er. Das Thema hatten wir ja gestern erst. Und lösen noch den Durchbruch ein. 2000, 3 Bonbons, kein Sinnostein, leider. Das wäre nämlich richtig genial, jetzt auch, wo man Griffel natürlich noch Shiny bekommt und das ja auch entwickeln kann, bräuchte man wieder mal einen Sinostein. Ein wildes Ho-Oh erscheint mit 16,05. Wir hauen mal gelbe Beeren drauf, das kann ja eh nicht fliehen und verbrauchen unsere blöden blauen Bälle. Ja, Ramses, gib dir mal ein bisschen Mühe, ne? Das ist doch so weit vorne, das muss man doch einfach treffen. Wir probieren einfach jetzt mal die 5 blauen Bälle, wenn die weg sind, dann wieder mal zu kurz, kein Problem.
Da können wir immer noch die gelben Bälle passend zu den gelben Bären nutzen. So, jetzt haben wir den Dreh aber raus. Jetzt brauchen wir den Kreis nicht mehr verstellen, den können wir jetzt ja eigentlich so lassen. Und immer warten schön, bis es angreift. Wir schießen trotzdem wieder drunter. Richtig genial. Ah, Critical Catch! Oh mein Gott! Hattet ihr auch schon mal einen Critical Catch? Schreibt es mal in die Kommentare. 16:05, wirklich stark. Auch nur zweiter Satz. So, könnt ihr nochmal hier das Griffel abchecken. Ist leider kein Shiny. Wir checken auch das Enton daneben nochmal fix ab. Auch kein Shiny. Das war's also, theoretisch von mir. Ändern immer noch klasse Pokémon. Schreibt ihr mal rein, habt ihr schon ein Pikachu und ist das jeden Tag möglich oder nicht? Ich habe es heute jetzt zum ersten Mal probiert, tut mir leid. Es ist so ein Durcheinander, immer zu was anderes. Was kam bei eurem letzten Feldforschungsdurchbruch raus? Habt ihr schon mal einen Shiny aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen? Habt ihr schon einen Shiny Griffel? Natürlich auch die Frage. Und wie findet ihr das Event? Feiert ihr das? Jetzt ist ja auch berichtet, dass viele wilde Glurak erschienen sind, also manche in ihren Regionen kommen da an und sagen, boah, Glurak in der Nearby-Liste, muss ich mir holen, Bruder. Wir sind damals gelaufen mit Glumanda, wir haben jedes Glumanda aufgesucht, haben das dann zum Buddy ernannt und so weiter, wir mussten uns das Glurak noch hart erkämpfen. Und jetzt sitzen die halt wild überall rum und Leute, die einfach nie ein Glurak bekommen hätten, kriegen das halt auch wieder hinterhergeworfen. Aber okay, man muss sich ja irgendwie, man muss ja alle Leute bedienen und man hat ja auch gar nicht mehr die Möglichkeit, durch so viele Pokémon, die ins Spiel kommen, dass man jetzt Glumanda farmen kann, großartig. Und da ist das schon eine gute Sache. Niantic lässt sich halt immer wieder was einfallen, wie auch der letzte noch versorgt wird, sagen wir mal. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.